Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Ich wollte euch heute die Partie zeigen Petrosian gegen Pachmann aus dem Jahr 1961. Ich kann euch die beiden nochmal zeigen. Das ist Petrosian, der neunte offizielle Schachweltmeister. Ja, war seinerzeit wirklich ein Nationalheld in Armenien und ist im Grunde als der Weltmeister bekannt geworden, der am schwersten zu schlagen ist im Grunde. Also er war ungeheuer defensiv stark, hat kaum Partien verloren, war deshalb gefürchtet in den Zweikämpfen, hat gegen Spassky um die WM gespielt zweimal und hatte aber dadurch ein bisschen Probleme, viele Turniere zu gewinnen, weil er einfach dann doch relativ viele Remis auch hatte. Und da wurde dann oft eher Zweiter. Und Pachmann, nicht so bekannt, aber ein sehr starker Spieler, war in den 50er und 60er Jahren im Grunde der führende Spieler in der Tschechoslowakei. War Top 20 der Welt im Grunde. Und hat sich im Prager Frühling politisch engagiert, musste dafür ins Gefängnis, konnte dann später ausreisen, lebt in Deutschland und also wirklich starker Großmeister. Und wir schauen uns diese Partie an. Petrosian mit Weiß spielt sowas, was ich so ein bisschen so Profi-Öffnung nenne. C4 oder Springer F3, das ist so ein bisschen aus meiner Sicht immer ein bisschen, das spielen so die Anfänger oder auch Fortgeschrittene eher nicht, eher schon so ein bisschen so die mit Ambitionen. Sinn ist, man hält sich die Mitte offen und lässt Schwarz mal machen. Die Idee ist oft, dass man danach C4 spielt, die Rehtieröffnung. Und erwartet jetzt einfach mal, was macht Schwarz und entscheidet dann. Und das ist jetzt nicht der Hauptzug. Also der Hauptzug ist eher D5 oder Springer F6. Springer F6 ist so ein bisschen ich spiele das mal nach, was du da machst. Und Pachmann spielt C5. Und da hat sich dann Petrosian gedacht, okay, wenn Schwarz nichts im Zentrum macht, dann kann ich hier mal fianchettieren. Weil normalerweise, wenn man eine 4 enkettiert und der andere hat schon sowas gespielt und marschiert dann vor, da hat man nicht die Zeit. Aber man sieht, Pachmann spielt das hier, spielt an der Seite, spielt nicht im Zentrum. Das heißt, er gibt jetzt die Zeit für Petrosian und er nutzt das eben. Schwarz 4 enkettiert auch. Und das ist jetzt die Grundstellung vom königsindischen Angriff. Vielleicht sagt euch der königsindische Angriff nichts, aber ich zeige euch mal eine andere Stellung. Kennt ihr diese Stellung für Schwarz? Die kennt ihr vielleicht schon eher. Oder vielleicht an dieser Stelle. Das ist die königsindische Verteidigung. Königsindisch, weil man den Läufer auf dem Königsflügel fianchettiert. Damenindisch wäre auf der anderen Seite. Und das ist die Grundstellung, die man versucht zu erreichen bei der königsindischen Verteidigung. Und jetzt springen wir wieder zurück. Seht ihr es? Ist genau das gleiche, bloß mit Weiß gespielt. Und dadurch, dass Weiß angefangen hat, hat man auch ein Tempo mehr. Oder man hat immer eine Figur früher mehr im Spiel als Schwarz und versucht jetzt dieses System zum Angriff zu nutzen. Und die eigentliche Idee vom königsindischen Angriff ist, dass man F4, F5 spielt. Und diese Bauern geben die Angriffsrichtung der Figuren vor. Das heißt, da kommen dann alle so Figuren sozusagen so in die Richtung auf dem Königsflügel. Das ist die Grundidee. Pachmann hat das hier aber ganz gut verändert, weil er ist ja auf diesem Feld jetzt im Grunde zweimal drauf. Er könnte ja selber schon vielleicht F5 drohen. Und typischer Zug hier wäre jetzt sowas wie C3.
Einmal, damit dieser Läufer hier auf der Diagonal ein bisschen blockiert ist und zum anderen, dass der Springer hier nicht reinkommt. Das wäre so was Typisches, was man spielen würde hier. Aber und auch so als Vorbereitung vielleicht mal für F4. Aber Petrosian sagt, okay, bei der Struktur, die hier Schwarz aufgebaut hat, macht das keinen Sinn. Lass mich mal einen anderen Plan verfolgen. Man sieht es hier, jetzt kommt noch eine Figur. Alle hier drauf. Und da sagt Petrosian, okay, ich brauche das nicht. Ich kann auch was anderes spielen. Und geht jetzt nach Turm E1. Die Idee ist jetzt, dass er sozusagen hier vorrückt. Und dann ist auch plötzlich der Läufer sehr schlecht. Der ist jetzt wirklich hier so eingesperrt worden. Schwarz versucht das sofort aufzulösen. Die Dame geht prophylaktisch weg. Springer entwickelt sich, greift den Bauern an. Wie deckt man den jetzt? Soll man jetzt nochmal die Dame spielen? Das wären dann schon ziemlich viele Damenzüge. Weiß entwickelt die Figuren. Weiß hat hier so eine Geheimwaffe auf der Diagonalen stehen. Man möchte den auch ungern hier decken, weil dann wird der natürlich sehr stark. Das sind so alles Sachen, denen sich jetzt Pachmann gegenüber sah. Und er hat sich gedacht, ich decke ihn so. Jetzt ist er ja der Bauer durch die Dame gedeckt. Vielleicht tausche ich hier ein bisschen was. Bloß, jetzt muss die Dame sich schon wieder bewegen. Weiß entwickelt eine Figur mit Tempo auf die Dame. Vorher ging das nicht. Weil er hätte Schwarz einfach den Bauern hier davor stellen können. Jetzt geht es. Das heißt, das ist im Schach oft so, dass ein Zug eben Vorteile hat und Nachteile. Und da muss man abwägen. Das ist auch ein bisschen so der Reiz an der Sache oder manchmal auch das Schwere an der Sache. Und jetzt kann man eben den nicht mehr davor stellen, weil Weiß dreimal drauf ist und das Ganze aber nur zweimal verteidigt ist. Also die Dame muss schon wieder durch die Gegend ziehen. Ganz schön viel rumgezogen. Springer geht ins Zentrum. Schwarz tauscht. Und hier kommt jetzt eigentlich aus meiner Sicht ein schöner Zug. Und zwar ein Tempozug. Normalerweise wird man jetzt ja denken, okay, ich schlage den zurück. Und das gibt jetzt Schwarz eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme mal diesen starken Springer raus. Allerdings ist der Läufer hier als Verteidiger auch wichtig. Aber nur mal so als exemplarisch gezeigt. Also hier wäre sicherlich Weiß besser. Die Türme stehen hier schon gut. Der Läufer guckt hier rein. Die Dame kann hier rüber. Also alle Figuren von Weiß sind gut. Klar, die Stellung wäre gut. Aber warum soll man nicht eine gute Stellung haben, ohne dem Gegner solche Alternativen zu bieten? Und das macht hier Petrosian nämlich mit einem Tempozug. Er schlägt nicht direkt zurück, er muss nicht sofort zurückschlagen, sondern greift erstmal eine teurere Figur an. Und jetzt muss die Dame schon wieder ziehen. Die hat schon ganz schön hier viel durch die Gegend gezogen, die Dame. Und jetzt schlägt er eben. Und jetzt hat er im Grunde die ganzen Vorteile, die er vorher hatte, immer noch. Plus noch den Läufer. Den Springer. Also die Läufer sind natürlich hier auch super. Aber er hat eben auch noch hier den Springer, hat den Turm, man kann gar nicht so viele Pfeile malen. Alle weißen Figuren sind super. Und dann einfach nur dieser kleine Tempozug, also das ist wirklich sehr elegant. Viele würden ja ganz automatisch, der nimmt mir was weg, ich schlag zurück. Aber nein, erstmal der Angriff auf die Dame und dann schlagen. Hier eine unangenehme Fesselung von dem Springer. Wie reagiert man darauf? Wenn der Springer weggeht, schlägt man einen Turm. Soll man den decken? Wenn man den deckt, geht zum Beispiel die Dame hier nach D2.
Das wäre so zum Beispiel eine Idee. Der Läufer kann hier hingehen, kann diesen wichtigen Verteidiger abtauschen. Der Läufer kann sich hier auch direkt in die Stellung stellen. Also das ist wirklich eine sehr gute Stellung für Weiß. Und die hat Pachmann nicht gefallen. Und dann greift man manchmal zu kreativen Mitteln und er deckt ihn jetzt im Grunde so von vorne, den Springer mit seinem Läufer. Bloß jetzt kann ich verraten, die Partie wird nicht mehr lange dauern. Weil jetzt hängen da schon zwei Figuren. Und wie deckt man das jetzt alles noch? Und manchmal muss man dann eben ehrlich sein und sagen, okay, bevor ich mich hier verrenke, ich lasse es. Und ich gebe dann eben diesen Turm. Das nennt man Qualitätsopfer. Das heißt, man opfert die Qualität. Es ist ja eine Tur wenn man einen Turm gegen eine Leichtfigur tauscht, ist der Turm ja mehr wert. Das heißt, er hat mehr Qualität. Und wenn man sozusagen so einen Turm hergibt für eine Figur, dann nennt man das Qualitätsopfer oder macht die Qualität verloren. Manchmal ist das aber der letzte Ausweg, um noch wirklich, man kämpft jetzt nicht mehr um einen Sieg, aber man kämpft jetzt noch um ein Remis, weil man hat ja genauso viele Figuren immer noch wie der Gegner. Beide haben vier Figuren plus die Dame. Aber natürlich hat Weiß jetzt einen Turm für den Läufer. Aber wenn man es als Schwarzer hier irgendwie schafft, die Linien geschlossen zu halten, dass die Türme nicht so ihre Wirkung entfalten können, dann kann man hier noch lange um ein Remis kämpfen. Das nur mal so als Tipp. Also nur weil man hier die Qualität hergibt, heißt das nicht, dass die Stellung verloren ist. Natürlich gegen Petrosian schon, aber er gibt es ja nicht mehr. Das mal so als Tipp. Dann kann man noch um was kämpfen. Pachmann wollte nichts hergeben und deckt den jetzt mit dem König. Also Kreativpreis für Ludek Pachmann. Hier gibt es schon ein. Einen guten Zug. Petrosian spielt ihn noch nicht, sondern er lässt uns noch ein bisschen zittern, entwickelt hier den Turm. Das heißt, Schwarz geht jetzt mal hier aus der Fesselung raus und jetzt seid ihr dran, den besten Zug zu finden. Es ist ein toller Zug. Wenn ihr noch Tipps braucht, der Angriff geht auf dieser Seite los. Hier ist der König. Und die Figuren, schwarzen Figuren, stehen alle so auf der anderen Seite. Ihr könnt euch das immer so ein bisschen wie eine Waage vorstellen. Oder ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Brett, das in der Mitte auf einer Spitze steht. Und könnt sehen, wohin neigt sich das? Wo stehen mehr Figuren? Wo stehen die wichtigen Figuren? Wo steht mein König? Und in dieser Stellung würde sich das Brett sozusagen so neigen zu der Seite, aber hier ist der König. Das heißt, so kann man sich das manchmal vorstellen, dass man sagt, okay, Weiß sammelt hier irgendwie Figuren zum Angriff. Wie ist meine Stellung ausbalanciert? Bin ich mehr um Damenflügel, bin ich um Königsflügel? Und das so als letzter Tipp, vielleicht habt ihr es ja schon rausgefunden. Also wenn, großen Respekt, ist ein toller Zug. Ich zeige ihn jetzt. Rums. Das Damenopfer. Wenn der König weggeht, verliert man einfach den Springer auch noch und kann dem Gegner gratulieren. Das heißt, Pachmann sagt, zeig mir, was du ausgerechnet hast. Jetzt kommt das Schach, damit der König hier nach hinten nicht wieder abhauen kann. Er zieht ihn raus, komm raus. Bloß wo ist jetzt das Matt? Das heißt, Petrosian hat nicht nur einen genialen Zug ausgepackt, sondern jetzt kommt noch einer. Also eine richtige Taktikaufgabe jetzt. Ihr seid hoffentlich schon am Mitdenken. Zack.
dieser Läufer verwehrt jetzt dem König den Ausgang. Und die Figuren stehen alle irgendwo rum, ganz woanders und tun nichts. Und da hat Schwarz aufgegeben. Wieso? Wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Es sind einfach genug Figuren da zu matt setzen. Also, was kann Schwarz nochmal machen? Also, das sieht mir nochmal recht logisch aus. Aber jetzt kommt das Bauerschach. Der König kann nicht nach hinten weg. Geht nochmal nach vorne. Wenn er hier nach hinten gehen würde, dann wäre hier sofort matt. Das heißt, er geht nach vorne. Jetzt kommt aber der Springer rüber mit Schach. Und matt. Das war mal ein stattlicher Angriff. Ich fand es in der Partie so schön, dieses Bild vom Tempozug. Das sieht man hier so schön. Das heißt, wenn ihr wirklich der Gegner schlägt etwas und ihr schlagt zurück. Oder auch andersrum, wenn ihr euch überlegt, ich schlag was, der andere schlägt zurück. Überlegt euch nochmal, hat der andere irgendwelche Tempozüge? Hat der andere einen Zwischenschach? Sowas müsst ihr euch immer überlegen, wenn ihr selber was schlagt oder wenn ihr was rückschlagen wollt. In diesem Fall kann man einfach mit diesem Tempozug seinen Springer verbessern, behält den Springer und kriegt den ja auch wieder zurück. Das ist einfach hier sehr schön gesehen. Und wenn man solch eine Fesselung hat hier, dann sollte man versuchen, Fesselung aufzulösen. Wenn man da auf Krampf irgendwie das versucht zu halten, zu verteidigen, wird es schwer. Das habt ihr hier in der Partie gesehen. Das heißt, auflösen wäre in diesem Fall aus der Fesselung raus. Wenn man sieht, das ist schlecht und sagt, okay, ich akzeptiere das, das andere ist mir zu schlecht, dann müsste man aber hier dann sagen, okay, irgendwann muss man ehrlich gegenüber sich selbst sein und sagen, okay, ich gewinne das Ding nicht mehr. Ich geb eben die Qualität dann. Und dann ist es eben so. Aber ich habe noch den Läufer behalten, ich habe das Läuferpaar, die Linien sind noch relativ zu. Der Schachgott muss mir helfen. Also die zwei Sachen wollte ich euch aus dieser Partie zeigen und wir müssen uns einfach auch nochmal dieses schöne Opfer anschauen. Das war einfach toll. Es funktioniert übrigens an dieser Stelle auch schon. Das ist aber schwerer zu berechnen und aber es ist, man könnte hier auch schon, das funktioniert auch schon hier. Können wir uns auch noch mal ganz kurz ansehen zum Beweis. Da kann das Matt auch nur noch herausgezögert werden. Es ereilt einen auch. Aber das ist natürlich schon schwer zu berechnen. Und man hat ja die Zeit. Petrosian bereitet es einfach einmal vor und jetzt ist es klar, was kommt. Einfach ein herrlicher Zug. Und das matt. Tolle Partie von einem Defensivkünstler, sehr aggressiv, sehr offensiv gespielt. Ich hoffe, die Partie hat euch auch was gebracht. Ich hoffe, sie war interessant. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.